Hallo und willkommen zu einer leichten Version für Have You Ever Seen the Rain für die Akustikgitarre. Wir starten mit dem Intro. Im Intro gibt es zwei verschiedene Muster. Das erste Muster ist eigentlich ein relativ simples Muster. Wir spielen das mal auf einem A-Moll-Akkord. Das basiert auf einem langen Schlag, wo ich alle im Akkord enthaltenen Saiten von oben nach unten anschlage. Und dann kommt ein Achtel-Wechselschlag, also immer down, up, aber wir trennen hier wieder. Das heißt, wir spielen einmal die Diskantseiten auf dem zweiten Schlag des Taktes, die Bassseiten auf dem dritten Schlag und die Diskantseiten wieder auf dem vierten Schlag. Also 2 und 3 und 4 und. Je nach Akkord wechselt das Ganze. Beim A-Moll darf ich ja zum Beispiel die E-Seite nicht anschlagen. Beim kleinen F zum Beispiel wäre es so, dass ich die E- und die A-Seite nicht mit anschlagen darf im Bass. Das heißt, ich mache es einmal vor. Wir haben also den langen Schlag. 1, alle Seiten. 2 und 3 und 4 und. Nochmal. 1, 2 und 3 und 4 und. Ein bisschen zügiger klingt das dann so. Das gilt dann eigentlich für alle Akkorde, die in dem Intro vorkommen, bis auf den letzten, das ist das G. Da hat man vielleicht eben schon im Vorspann gesehen, dass das G einen anderen Rhythmus bekommt, der ein bisschen anders gespielt wird. Und zwar haben wir hier vom Rhythmus her eine Reihenfolge, die geht kurz, lang, lang, kurz, lang. Nochmal. Kurz, lang, lang, kurz, lang. Die Reihenfolge der Schläge, wir machen das mal mit einem G-Dur-Akkord, wäre hier down, up, 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 down. Auch hier bleibt es beim kurz, lang, lang, kurz, lang. Down, up, 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 down. Bisschen schneller. Down, up, 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 down. Fies ist eigentlich, den Wechsel zu üben, also von dem einen Muster ins andere reinzukommen. Das heißt, wenn man jetzt mal ein C davor greift, machen wir dann mit dem C das erste Muster, mit dem G das zweite Muster. Dann habe ich lang, das waren die beiden hintereinander, also C-Dur, alle, 2 und 3 und 4 und Wechsel zu dem anderen Muster mit dem G, down, up, 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 down. Nochmal zum Kopf. Gut, kommen wir zum Muster für die Strophe. Da haben wir eigentlich eine Dreierfolge, die sich immer wiederholt. Die geht im Prinzip so, man fängt blöderweise unten an, ist aber nur, um so ein bisschen ins Verständnis reinzukommen. Wir spielen up, down, up, up, down, up, up, down, up, up, down, up. Das ist die Reihenfolge der Hand. Das heißt, ich habe immer kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang. Das ist eigentlich nur blöd, da reinzukommen. Das klingt ja nachher so. Das ist aber die absolute Anfängervariante. Interessanter und mehr Country-mäßig wird es, wenn man das Ganze so spielt, dass man immer da, wo die lange Note steht, kurz, kurz, lang, anstatt die einfach ausklingen zu lassen bis zum nächsten Schlag nach oben, baut man da so einen perkussiven Ton ein, ich würde den mal als Chuck-Ton bezeichnen, der entsteht, indem ich meine Schlaghand mit der Handkante auf die Saiten setze. Ein bisschen mit Druck, aber nicht zu viel schlagen, weil sonst habe ich vielleicht Holz mit und wir wollen keinen Trommelton, sondern wir wollen wirklich nur so einen Chuck. Das klingt dann so. Nochmal ein bisschen schneller. Bleibt noch das letzte Muster, das wir an der Stelle haben, das ist fast so ähnlich wie das, was wir gerade gespielt haben. Hier habe ich kurz, lang, lang, kurz, kurz, kurz. Das wäre ein Takt. Nochmal. Kurz, lang, lang, kurz, kurz, kurz. Reihenfolge ist down, up, 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 down, up. Nochmal. Down, up, 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 down, up. Nochmal. Down, up, 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 down, up. Und so entstehen schon drei verschiedene Muster, die man nicht nur für Have You Ever Seen the Rain benutzen kann, sondern auch für andere countrymäßige, relativ schnelle Stücke ohne großen Aufwand. Also übt das ordentlich und versucht das vor allen Dingen auch nicht nur mit C oder mit G, sondern auch mit allen anderen Akkorden, die euch einfallen. Und ganz besonders viel Spaß macht es dann natürlich, wenn man das Ganze auf ein anderes Stück übertragen kann. Dann bis zum nächsten Mal.